Die beste Actioncam in 2023. Actioncams ermöglichen es, spannende Aufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven zu machen und die Abenteuer des Alltags festzuhalten. Sie sind besonders nützlich für Sportler, Abenteurer und alle, die gerne unterwegs sind. Doch die Auswahl ist am Markt ist groß und nicht einfach. Um dir zu helfen, haben wir in diesem Video die drei besten Actionkameras im Vergleich zusammengefasst. Den Link zu den Actioncams findest du in der Beschreibung direkt unter dem Video. Die Insta360 Go 2 ist eine der vielseitigsten und leistungsstärksten Actioncams, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Sie bietet alles, was man sich wünschen kann, und das in einem ultrakompakten und leichten Design, das gerade einmal so groß ist wie der Daumen und weniger als 27 Gramm wiegt. Eines der herausragenden Merkmale der Insta360 Go 2 ist ihre Fähigkeit, hochauflösende Aufnahmen mit Flow-State-Stabilisierung zu machen. Dies bedeutet, dass die Aufnahmen gestochen scharf sind und dass die Kamera in der Lage ist, jegliches Wackeln und Verwackeln zu minimieren, sodass man immer wackelfreie Aufnahmen erhält. Dies ist besonders nützlich, wenn man Actionaufnahmen macht oder sich in bewegter Umgebung befindet, wie beim Skifahren oder Klettern. Ein weiteres Plus der Insta360 Go 2 ist ihre Befestigungsmöglichkeit. Dank des verbauten Magneten und des Zubehörs lässt sich die Kamera fast überall befestigen und ermöglicht so spannende Aufnahmen aus unzähligen Perspektiven. Egal ob man sie an sich selbst, dem Auto oder dem eigenen Haustier befestigt, die Insta360 Go 2 lässt sich überall anbringen und ermöglicht so Aufnahmen, die sonst unmöglich gewesen wären. Laut Herstellerangaben ist die Insta360 Go 2 auch die kleinste Actioncam der Welt, was sie zu einem absoluten Leichtgewicht macht. Zusammen mit ihrer leistungsstarken Videostabilisierung und der einfachen Befestigungsmöglichkeit bedeutet dies, dass der Kameraperspektive quasi keine Grenzen mehr gesetzt sind. Man kann sie bequem in der Hosentasche mitnehmen und fast überall perfekt befestigen. Man kann sie am T-Shirt als Kette zum Umhängen, an magnetischen Oberflächen ganz ohne Zubehör, per Clip am Stirnband, Hut oder Hundehalsband und dank Pivotständer auch am Surfbrett und anderen Oberflächen befestigen. Insgesamt bietet die Insta360 Go 2 also alles, was man von einer modernen Actioncam erwartet. Sie ist sehr klein und leicht, bietet hochauflösende Aufnahmen und eine einfache Befestigungsmöglichkeit. Als Alternative kann ich dir die DJI Osmo Action 3 empfehlen. Die Osmo Action 3 ist die neueste Actionkamera von DJI und sie hat einiges zu bieten. Zunächst einmal ist sie in der Lage, hochauflösende Videos in 4K-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Das bedeutet, dass du atemberaubende, gestochen scharfe Aufnahmen machen kannst, die jedes Detail zeigen. Aber die Osmo Action 3 kann noch mehr als nur gute Videoqualität. Sie ist auch sehr benutzerfreundlich und hat eine üppige Ausstattung, die alles enthält, was du brauchst, um die besten Aufnahmen zu machen. Eines der besonderen Merkmale der Osmo Action 3 ist ihr Gehäuse. Es ist bis zu 16 Meter wasserdicht, was bedeutet, dass du es problemlos bei Wassersportaktivitäten oder sogar beim Schnorcheln verwenden kannst. Und mit dem zusätzlichen Unterwassergehäuse, das im Lieferumfang enthalten ist, kannst du sogar Tauchgänge bis zu 60 Metern Tiefe machen. Das Gehäuse ist auch sehr robust und kann Stöße und Erschütterungen gut verkraften, wodurch sie ideal für alle Arten von Abenteueraktivitäten ist. Ein weiteres hervorstechendes Merkmal der Osmo Action 3 sind ihre zwei Farbdisplays. Auf der Rückseite befindet sich ein größeres 2 Zoll Display, auf dem du die Aufnahmen ansehen und Einstellungen vornehmen kannst. Auf der Vorderseite gibt es einen kleineren 1,4 Zoll Bildschirm, der besonders nützlich für Selfie-Aufnahmen ist. Das Beste daran ist, dass der vordere Bildschirm berührungssensitiv ist, was bedeutet, dass du einfach über den Touchscreen navigieren und Einstellungen vornehmen kannst, ohne zum rückwärtigen Display wechseln zu müssen. Wie bei vielen modernen Geräten ist auch die Osmo Action 3 mit WLAN und Bluetooth ausgestattet. Damit kannst du sie leicht mit anderen Geräten verbinden und Aufnahmen direkt auf dein Smartphone übertragen. Leider hat sie kein GPS-Modul, aber das ist für viele Benutzer vielleicht ohnehin nicht wichtig. Insgesamt bietet die Osmo Action 3 viele nützliche Funktionen und eine gute Qualität zu einem erschwinglichen Preis. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihren zwei Farbdisplays und ihrem langlebigen Akku ist sie eine ausgezeichnete Wahl für alle, die auf der Suche nach einer leistungsstarken Actionkamera sind.
Als beste Action-Kamera kann ich dir die GoPro Hero 11 Black empfehlen. Die GoPro Hero 11 Black ist die neueste Version der beliebten Action-Cam von GoPro. Von außen unterscheidet sie sich kaum von ihrem Vorgänger und besitzt lediglich eine andere Ziffer auf dem Gehäuse. An Gewicht und Abmessungen hat sich ebenfalls nichts verändert. Was jedoch positiv auffällt, ist die robuste und widerstandsfähige Verarbeitung der Cam. Die Verarbeitung ist ausgezeichnet und das Gehäuse ist sehr widerstandsfähig, so dass man die Kamera auch bei Extremsportarten ohne Sorge einsetzen kann. Sie ist für Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 10 m geeignet und besitzt eine wasserabweisende Objektivabdeckung. Leider besitzt sie nur einen USB-C-Anschluss, um sie per HDMI an einen Fernseher anzuschließen, muss man in den teuren MediaMod investieren. Der Akku hat eine Kapazität von 1220 mAh und hält laut Herstellerangaben bis zu 135 Minuten bei 4K-Auflösung durch. Die maximale Videoauflösung der Cam beträgt 5K bei 30 Bildern pro Sekunde, sie kann aber auch in 4K, 2, 7K und 1080p aufnehmen. Die GoPro ist mit WLAN und Bluetooth ausgestattet und kann Livestreams auf Facebook und YouTube starten. Sie besitzt auch eine Zeitraffer-Funktion und kommt mit einer Fernbedienung, die sich an einem Arm oder Helm befestigen lässt und die Aufnahme starten und beenden kann. Der Superfoto-Modus sorgt für hohe Qualität bei Fotoaufnahmen, während der Hyper-Smooth-Modus für glatte Videos sorgt. Meine Empfehlung als beste Action-Kamera in 2023. Damit sind wir am Ende des Action-Cam-Vergleichs angekommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, lass uns gerne einen Like da und abonniere unseren Kanal.